Naja, wichtig war uns mit der Ausstellung zu zeigen, dass Kunstjournalismus natürlich nicht nur aus Worten besteht, sondern eben auch aus Bildern. Und wir haben immer gewusst, dass die Fotografen unsere wichtigsten Helfer sind beim Magazin machen, denn wir glauben einfach daran, dass man die Kunst über die Künstler versteht und dass man natürlich über das Bild des Künstlers sehr viel über den Künstler selbst erfahren kann. Deswegen sind wir in unser Archiv gegangen, haben 30 Jahrgänge Art durchpflügt, sogar 50.000 Seiten und haben versucht, einfach die schönsten Künstlerporträts zusammenzustellen. Wenn man so selbst eine Zeitschrift macht, fällt einem das nicht mehr so auf, wie viel tolle Porträts sich da drin ansammeln. Und ich meine, wir sind alle nicht so lange dabei, wir sind nicht seit 30 Jahren dabei. Also insofern erleben wir auch immer wieder Überraschungen, wenn wir mal in die alte Art-Ausgaben gucken. Und eigentlich war das auch so eine Idee, 30 Jahre, was kann man denn da machen? Und während viele das auch als vielleicht Last sehen, dass man 30 Jahre auf dem Buckel hat, kann man das eben auch als Vorteil sehen, dass wir eben schon relativ viel gemacht haben oder dass Art schon relativ viele Künstler besucht hat und in Ateliers war und schon Trends hat kommen und gehen sehen. Das sieht man eben auch in der Ausstellung, dass da einige Künstler gar nicht so bekannt heute mehr sind und für eine kurze Zeit mal Stars waren. Und eigentlich war das der Ausgangspunkt, dass wir gesagt haben, wir wollen mal diesen Reichtum an Bildern, den wir haben, mal durchforsten und da auch uns selber und dann natürlich dann der Öffentlichkeit zeigen, was wir eigentlich alles schon gemacht haben und das auch mal losgelöst aus diesem Magazin-Kontext. Und das Tolle ist ja wirklich, dass eben dass diese drei Jahrzehnte sich auch wunderbar in den Bildern widerspiegeln. Ne? Die Kunstszene der 80er Jahre unterscheidet sich eben deutlich von der 90er oder der 2000er. Und diese Posen der jungen Wilden sind eben völlig anders als irgendwie die coolen Geschichten so der 90er oder jetzt eben der Starkult der 2000er Jahre. Das ist toll zu sehen. Wir haben uns extrem gestritten. Naja, also ehrlich gesagt haben wir wirklich uns überlegt, wie viel können wir eigentlich ausstellen. Und ursprünglich habe ich sogar mal gedacht, okay, 30 Jahre, 30 Bilder. Und da sind wir aber relativ schnell von abgekommen, weil wir festgestellt haben, da ist so viel mehr Material drin. Wir hätten die Ausstellung auch ohne weiteres doppelt so groß machen können. Die Shortlist waren 200. Ja, die Shortlist waren ungefähr 200. Und wir haben tatsächlich auch alle Leute aus der Redaktion gebeten, in den Heften zu blättern und selbst Vorschläge zu machen, was ihre Favoriten sind. Und die haben wir uns dann nochmal angeguckt und haben dann halt, was ich in einem nicht ganz basisdemokratischen Verfahren dann die besten, schönsten und wie wir fanden halt aussagekräftigsten Bilder rausgesucht. Aber wir können so viel verraten, dass die Ausstellung auch noch wandern wird, dass wir sie nicht nur hier zeigen, sondern dass wir vorhaben, sie in Berlin zu zeigen, auch im Kontext des Artforums, auf dem Artforum oder wenn nicht dort, halt was ich irgendwie in einem anderen, in einer guten Location und in Hamburg natürlich an unserem Standort und möglicherweise auch noch an anderen Orten. Man sieht ja, die Bilder sind gut, also die schicken wir jetzt um die Welt. Also die Ausstellung heißt Art History, also weil sie eben sich mit Kunstgeschichte, aber auch mit unserer Magazingeschichte beschäftigt. Und wir haben es ein bisschen angliziert, weil das so schön klingt. Jonathan Mese ist bestimmt nicht die fotografische Großtat, aber ich finde es unglaublich berührend. Das war unsere Produktion vor der ersten Berlin-Biennale, also 1998, als all die, als Jon Bock, Jonathan Mese, Manfred Pernies, Franz Ackermann, unglaublich jung, gerade von der Akademie losgestürmt sind und irgendwie Furore gemacht haben. Und man sieht natürlich hier diesen jungen, picklichen Typen, Jonathan Mese, ganz am Anfang dieser wunderbaren Box, die er da gebaut hat. Und das ist berührend, wie jemand so anfängt und man sich dann überlegt, wo er hingekommen ist in den Kommerz, in die ständige Selbstreproduktion. Das ist unglaublich authentisch, junger Typ von der Akademie. Toll. Ich muss ehrlich sagen, dass mir das ganz, ganz schwer fällt, aber ich habe jetzt ganz spontan mal gesagt, eins meiner Lieblingsfotos ist dieses hier, das zeigt Hanne Darboven und ist halt ein ganz schönes, klassisches Porträt, was schon in seiner, durch seine Schwarz-Weiß-Abzug, also weil es Schwarz-Weiß ist, so was Altmodisches hat und wir haben das gleich irgendwie gemocht und weil sie steht da so in so einer Art Atelier, Wunderkammer und sie ist ja eine weltabgerückte, ein bisschen weltabgewandte Person gewesen, die aber sehr konzentrierte Arbeit gemacht hat und als wir es ausgesucht haben, haben wir natürlich nicht gewusst, dass sie jetzt kurz
Zeit später sterben würde. Und so zeigt sie eben auch, dass wir haben sie als lebende Künstlerin ausgesucht und jetzt ist sie im Prinzip auch ein Stück Kunstgeschichte geworden. Und das ist im Grunde auch ein bisschen eine Hommage an sie, weil sie auch eine Hamburger Künstlerin ist. Und ja, insofern ist das mein Lieblingsfoto. Das ist auch total klasse. Ja. Mülheimer Freiheit. Ja, ist Kölner Geschichte. Kölner Geschichte, hier mit einer Samurai-Hose, Walter Dahn. Mhm.